Wann ist Fleisch wichtig für die Ernährung? Das kommt drauf an, wo man natürlich hin will. Also derjenige, der kein Fleisch essen mag, der würde die Eiweißquelle sozusagen über Milch, Milchprodukte zum Beispiel oder Hülsenfrüchte holen. Fleisch an sich in der Ernährung ist natürlich immer, wer es mag und geschmacklich mag, haben wir ja manchmal auch bei vielen Männern, die eher Fleisch essen, wichtig für Zellaufbau. Das heißt, Muskelaufbau zum Beispiel für die Männer brauchen wir immer Eiweiß. Und wer da gerne Fleisch mag, kann da tatsächlich gerne Fleisch, Fisch, Geflügel, auch die Eier zum Beispiel gut einbauen. Das ist ja immer Geschmackssache, was man mag, aber ansonsten ist es wichtig, weil es tierisches Eiweiß liefert. Wer das jetzt nicht mag, weil er zum Beispiel vegetarisch oder vegan, da würde man an der Stelle dann über die Hülsenfrüchte gehen. Und ein Teil gesundes pflanzliches Eiweiß gibt es dann ja auch immer noch zum Beispiel über die Kartoffel, über Mais, Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen, Kidneybohnen, diese roten Bohnen. Da würde man dann die Eiweißquelle drüber nehmen. Ich erlebe es ja immer, es gibt ja manchmal so Flexitarier, die tatsächlich ja mal Fleisch essen, mal weniger Fleisch essen, mal mehr, mal es auch weglassen. Wir essen auch nicht die ganze Woche über Fleisch, sondern moderat. Und Empfehlung übrigens bei Fleisch ist in der Woche 2 bis 3 Mal Fleisch zu essen, 2 Mal Fisch. Das ist so die Empfehlung. Robin, gerne Fleisch kann eingebaut werden, wer es mag.